Was ein Handspiel von Oma Ingi Magnusson. Ravensbergen. Jemand, der partizipieren kann von diesem Tempo-Handball. Und diesem Rauslegen nach den 1-1-Situationen. Höller aus dem schwierigen Winkel. Der geht nur an den Querbalken. Göppingen kann das Spiel schnell machen. Es geht über Hermann, aber Sergei Hernandez! Ganz feines Anspiel von Smarason auf Gizzi Christiansson. Tor aus 7 Aufschlägen. Hier vollendet er dieses wunderbare. Die Gäste haben sich hier in der zweiten Halbzeit wirklich teuer verkauft. Die erste Halbzeit. Oh. Ja, ich wollte gerade sagen. Wieder Rominski. Jetzt schwächelt auch noch Pierre Möller und die Pässe sind unfassbar. Das gibt's doch nicht. Das Tor des Tages. Und was wartet Bistorov? Aktion muss jetzt kommen. Boric hatte ihn. Und Brandner scheitert ebenfalls an Boric und das Ding ist gelaufen. Der SG Flensburg-Handewitt und der HBW Balingen-Waldstätten steht wieder mal in dieser Saison nach toller Leistung am Ende ohne Punkte da. Jens Bürkle ist stinksauer, ist gerade nicht zu sehen, läuft direkt auf die Schiris zu, böse Miene. Am Ende gab es einige Szenen, die man diskutieren kann, aber wie schwer war das? Das EM-Komplettpaket. Severas führt im Torhüterduell und Simon Ernst kommt jetzt mit Geschwindigkeit. Kretsche verrät in Terma. Das war auch eine Geschichte. Dreimal zwei. Macht frohe Weihnachten. Das Maskottchen ist schon auf dem Spielfeld. Und auch dem macht der Hans noch ein. 37 zu 28. Für den Welthandball ist es untypisch, zwei Linkshänder auf der Platte zu haben. Füchse Berlin machen das ja sonst auch noch des Öfteren. Edvardsson! Christopan! Könnschnell ist dran! Der da genau richtig an den Ball ging. Mandic, Könstedt, rüttelt hier alle wach. Könstedt bleibt erstmal im Kasten. Hanne, schnelle Antwort von Hannover Burgdorf. Den lässt er mal liegen, Kastening. Fischer, Morawski, Kulic. Das letzte Tor in dieser Partie. Christopher Rudek kann die nächste Parade verzeichnen. Hier hat er das Nachsehen, weil die BAC-Abwehr überhaupt nicht sortiert ist. Matthias Pedersen. Über den Benge. Eieieiei. Der tut extrem weh, aber Rudek! Christopher Rudek! Und Schabor und die gesamte ASG-Abwehr ist überhaupt noch nicht wach. Heißt Überzahl für den Bergischen HC. Und damit der Verzicht auf den siebten Feldspieler. Till Klimke gegen Ladevogelt. Abwehrsituation, auch wenn er den jetzt nochmal Mess Andersen-like reinhaut. Ändert aber unterm Strich alles nichts. Fernandes, schwieriger Winkel.
Jetzt ist der Shooter wieder zurück. Adam Lönn. Kai Häfner. Lönn. Und Birlehm macht einfach nur den Scheibenwischer. Dann klingelt's. Häfner. Max Häfner. Lönn braucht den Abzug. Kirkelücke. Kirkelücke. Heinevetter hält ihn. Das Spiel ist aus. Und wieder verlieren die Rhein-Neckar Löwen denkbar knapp gegen eine Mannschaft von sehr weit unten. 32-31 der Endstand. So wie wir es bei Zehner schon gesehen haben, auch in diesem Spiel, dann den diagonalen Weg geht auf die halbrechte Position, bleibt hängen am Pfosten und auf der anderen Seite mit viel Übersicht und Gefühl. Lemberg, Führung für die Gäste. Zwischen den Armen von Zwickic hindurch. Sie spielen es über rechts. Nicht im Kreis, aber was für eine Parade von Zwickic! Hier sehen wir es. Die lässt er normalerweise nicht zehnte Sekunden, weil hier auch zwei Tornetze eingenäht sind. Und daher verheddert sich da der Ball hin und wieder. Mal prima Parade! Das letzte Tor, es gehört den Gästen, aber Eisenach gewinnt einen harten Fight mit 28-26. Der auch schon immer mehr Einsätze bekam, als Bayerns fehlte. Zeitweise die Hamburger mit zwei Linkshändern dann im Rückraum. Und die Gäste eröffnen den Abend. Aber höchst unterhaltsam. Was ein Pass hinterm Rücken von Versteinen. Da muss er natürlich wissen, dass Petrovski da steht. Petrovski wiederum. Ilic. Ist das schon der Matchball oder kriegt Hamburg noch eine schnelle Antwort hin? Lerke an Vajolin vorbei. Bitter hat ihn. Mortensen. Kastelitz ist aber da. Unentschieden. Und es passt zum Spiel.